Du redest gegen Terrorismus, die machen einen Vortrag, wo sie dein Video widerlegen wollen. Ich frage euch, ich frage diese Psychopathen, was habt ihr gegen Terrorismus in Deutschland gemacht? Was? Indem ihr die Menschen eingeredet habt, dass die Muslime Terroristen sein sollen? Dass das vom Islam ist? Wir haben die Muslime erzählt, dass das nicht vom Islam ist. Wir haben den 11. September verurteilt. Wir haben die Anschläge in London verurteilt. Wir haben die Anschläge in Madrid verurteilt. Wir haben die Anschläge in Djerba verurteilt. Was habt ihr getan? Wir haben den Muslimen gesagt, ihr sollt davon ablassen. Wir haben gegen Ehrenmord geredet. Wo sind die ganzen Alice Schwarz und Co., die ganzen Feministinnen? Wo habt ihr der muslimischen Frau geholfen in dieser Gesellschaft? Wo? Wo habt ihr denen geholfen? Nirgendwo. Ihr habt sie ausgegrenzt mit eurer Propaganda. Zu mir kommen muslimische Frauen, rufen uns an, wenn sie ihre Probleme haben. Uns rufen die an. Uns fragen Muslime, was sollen wir machen? Wir wollen einen Mann heiraten, unsere Familie ist dagegen. Wir sagen, vielleicht könnt ihr mit euren Eltern reden. Vielleicht kannst du dies oder das tun. Zu uns kommen Muslime, die ihre Jungfräulichkeit vor der Ehe verloren haben. Und sagen, was sollen wir machen? Wir wollen heiraten. Kommen die zu euch? Ihr habt sie ausgegrenzt. Zu uns kommen die. Was habt ihr für die getan? Was habt ihr gegen Terrorismus getan? Was habt ihr gegen Ehrenmord getan? Nichts habt ihr getan. Wir haben was dagegen getan. Und deswegen werden wir als Terroristen, Fundamentalisten ist sowieso für mich kein Schimpfwort, als Terroristen abgestempelt, als Demagogen abgestempelt, weil wir die Wahrheit sagen. Aber ich sage hier ganz klar und deutlich, ich würde vielleicht auch hier heute alleine stehen. Und es ist mir sowas von egal. Und wir gehen keinen Millimeter zurück. Und wir ziehen uns diesen Schuh nicht an. Und diese Hetze muss aufhören. Wo ist die Bundesregierung? Wo sind die? Seit 4 Monaten sind wir das am Predigen. Sind sie dafür? Rasiert ihre bärtige Idee, mir die Köpfe abschlagt. Vergewaltigt ihre Frauen. Verbrennt ihre Brut. Was wäre, wenn es so etwas über Juden gäbe im Internet? Die Seite bleibt keinen Tag geschlossen. Hier, der Bruder, geht zur Polizei, zeigt diese Seite an. Wisst ihr, was die sagen? Ja, die haben ihren Server in Amerika. Ja, wunderbar. Lasst uns mal einen Server in Amerika mieten und dann machen wir mal eine Juden-hetzerische Seite. Die ist keinen Tag offen. Und zu Recht. Unsere Absicht ist nicht, gegen irgendjemanden zu hetzen. Unsere Absicht ist, die Wahrheit zu sagen. Wo sind sie? Irgendwo stehen sie doch hier wieder. Sind am Fotografieren. Wo seid ihr, ihr Feiglinge? Ich weiß ganz genau, dass sie irgendwo hier stehen und machen Fotos. Hier, Pierre Vogel in Dresden. Und stellen es dann wieder in ihre rassistische, ekelhafte PI-Seite rein. Wo seid ihr denn? Kommt nach oben, diskutiert mit mir. Wo seid ihr? Was habt ihr gegen Terrorismus gemacht? Wir haben die Menschen aufgerufen, friedlich zu sein. Ihr nicht. Ihr habt gar nichts gemacht. Ihr seid am Hetzen. Und ich hoffe, ihr werdet langsam irgendwann mal wach. Und wie gesagt, diese 8 Worte, die ich gerade gesagt habe, ja, für die deutsche Bevölkerung, das gilt für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und nicht für pauschal für alle Deutschen. Wir wissen, dass es hier viele Menschen gibt, die sehr tolerant sind und mit denen wir überhaupt gar keine Probleme haben. Und wir sagen auch nicht, dass wir hier keine Rechte haben. Wir haben viele Rechte, aber es wird immer enger. Und es ist ganz klar, diese Hetze muss gestoppt werden. Und ich mach mal weiter. An diesem Tag, nachdem Marwa Sherbini hier geschlachtet wurde, wisst ihr, was da Leute geschrieben haben in den Internetforen? Da seht ihr mal, was das für Psychopathen sind. Ich gebe euch den Tipp, geht mal zum Psychiater. Da haben die geschrieben, ach Alex W., in 10 Jahren wird dein Held sein. In 10 Jahren wird dein Held sein, weil seine eine Mutter abgeschlachtet hat vor den Augen ihres 3-jährigen Sohnes. So weit ist es gekommen. Meint ihr damals die Juden? Meint ihr damals die Nazis? Die hätten gedacht, das, was sie machen, wäre falsch? Die haben auch gesagt, das ist richtig. Die Juden sind Dreck. So haben, ich sage das haben die Nazis damals gesagt. Genauso sagen die heute, die Muslime sind Dreck. Deswegen wird Alex W. in 10 Jahren ein Held sein. Hier, was wird da noch geschrieben? Da hat einer geschrieben,
Ich muss euch sagen, ich habe keine Gnade mit dieser Kopftuchschlampe. Denn die benehmen sich sowieso immer auf dem Spielplatz oder daneben. Kannst du das vorstellen? Eine Frau wird mit 18 Messerstichen niedergemetzelt. Er sagt vor den Kindern, das Kind steht im Blut, ist am Heulen. Und da sind Psychopathen. Und die sagen, ich habe keine Gnade mit dieser Kopftuchschlampe. Die benehmen sich sowieso immer auf dem Spielplatz daneben. Ja, hallo. Ich sag nur, geht zum Psychiater, sage ich dazu. Zu diesen Leuten, die so eine Meinung haben. Und heute kommt die Presse zu mir und sagt, ja, sie werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja, herzlichen Glückwunsch. Beobachten Sie lieber mal diese Psychopathen. Aber mich können Sie ruhig beobachten. Ich habe sowieso nichts zu verstecken. Das nur mal nebenbei. Ja. Dann der nächste schreibt. Hier. Ich muss wirklich zugeben, irgendwie stehe ich seit heute, seit dem Mava-Prozess, auf der Seite vom Kopftuchmörder, Alex. Kannst du dir vorstellen? Er steht auf der Seite vom Kopftuchmörder. Ja, was soll man da noch sagen? Stehen wir auf der Seite der Leute, die in Djerba unschuldige Menschen in die Luft gejagt haben? Stehen wir auf der Seite von Leuten, die tausende Menschen im World Trade Center in die Luft gejagt haben, egal ob das Muslime waren oder nicht? Nein! Weil das falsch ist. Wir verurteilen diese Tat. Und das sagen, betonen wir immer wieder. Aber ich denke mal nicht, dass die Medien es denen erlaubt ist, so etwas zu berichten. Haben Sie das schon mal gehört in den Medien? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich hatte einen Vortrag gehabt in Hannover, wo der Norddeutsche Rundfunk gekommen ist. Die wollten wahrscheinlich wieder irgendwas schneiden. Ja? Und ich habe gesagt, wisst ihr was? Ah, schön, dass der Norddeutsche Rundfunk heute da ist. Ach, das finden wir ja ganz toll. Wir hätten es doch mal sehr gerne gesehen, dass mal im Fernsehen etwas kommt, dass muslimische Prediger gegen Terrorismus reden. Deswegen rede ich jetzt gegen Terrorismus und ich biete ihnen sogar Geld, dass sie das ins Fernsehen reintun. Kam aber nicht. Ich biete heute wieder Geld dafür. Heute biete ich wieder Geld dafür. Medien aus allen möglichen Vereinen, von allen möglichen Kanälen sind da. Hier, tut es mal rein. Oh.